So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Format und einer neuen Folge zusammen mit dem lieben Fabian. Guten Tag. So, wir haben jetzt uns gedacht, wir machen ein neues Format und zwar erklärt euch das jetzt mal der liebe Fabian. Ihr seht schon, wir sind hier in so einer, naja, einem Gratis-Game, das heißt Ball 3D, keine Zocker. Ahnung, Zocker. Ball 3D Zocker. Online irgendwie sowas. Ja, und auf jeden Fall ist das ein kostenloses Spiel und davon gibt es auf Steam echt viele und wir dachten uns jetzt einfach, wir stellen diese einfach mal vor. Das hier haben wir als erstes genommen, denn wir haben das gestern schon einmal angetestet. Aber grundlegend wollen wir das so machen, dass wir die Spiele, die wir euch vorstellen, vorher möglichst gar nicht gespielt haben. Das wird bei einigen Spielen sehr, sehr schwer, weil wir natürlich schon viele Spiele auch privat schon gezockt haben, zum Beispiel... Ja, sowas wie Brawlhalla oder so, das hat man ja zwischenzeitlich schon mal gespielt. Das ist jetzt nicht möglich, aber so eine unbekannten Spiele, so was man halt nicht so normalerweise kennt halt so, ne? Also wir machen jetzt, wie gesagt, wer jetzt nicht verstanden hat, neues Format, wir testen jetzt Spiele auf Steam, die kostenlos sind. Falls ihr selbst zu Hause nicht so viel Money in the Pocket habt und es auch coole kostenlose Spiele gibt, wollten wir euch die einfach mal vorstellen. Denn es gibt auch kostenlose Spiele, die wirklich Spaß machen. Das muss ja nicht immer teuer sein. Ja, das hier ist zum Beispiel eins, was richtig Spaß macht. Seit gestern spiele ich das jetzt auch. Und das macht einfach mega Spaß. Also erstmal die grundlegenden Sachen ist, dass du hier dieser Puck bist oder das Ding hier, was fährt. Und man spielt halt gegeneinander in verschiedenen Sportarten. Das kann ich euch hier auch nochmal zeigen. Und zwar Fußball, man kann Basketball, man kann Ping-Pong, verschiedene Games, Hockey, Racing, Handball und so ein Spiel, wo man den Ball nicht berühren kann. Also das ist echt, echt mega cool. Da gibt es echt, echt viele Möglichkeiten. Was wir halt zum Nachteil finden, erklären wir euch dann auch nach dem Video. Also wir spielen immer so eine Runde zusammen und eine Runde gegeneinander in verschiedenen Arten so. Und dann erklären wir euch, was wir da an dem Spiel cool finden und was wir an dem Spiel schlecht finden, weil es heißt ja nicht, dass wenn wir jetzt hier die Spiele testen, dass wir sagen, alle gut, sondern es gibt halt auch welche, wo wir sagen werden, das würden wir euch nicht so empfehlen, wie wir es gespielt haben. Das ist unsere Meinung, es kann natürlich eine andere Meinung von euch geben und lasst euch davon nicht beeinflussen, schaut selber, wie euch das Spiel gefällt. So Leute, wir sind jetzt hier zurück im Game, ja, man hat jetzt hier am Anfang Anstoß und ja, wie gesagt, man spielt einfach gegeneinander, ich bin Team Rot und Fabian Team Blau. Und dann spielt man einfach in 5 Minuten jetzt gegeneinander in dieser großen Arena. Man kann natürlich auch eine kleinere Arena auswählen. So, wie man es halt möchte. Das ist halt das große Spielprinzip. Und ich denke mal, das soll einfach Spaß machen. Und das, müssen wir sagen, macht es auch. Und man kann natürlich auch hier wieder mit echtem Geld nachrüsten. Aber das bringt einem meiner Meinung nach nicht sehr, sehr viel. Wenn man nämlich 4 zockt, dann kommt man nämlich aufs Gleiche. Wenn man, ja. Als wenn man Geld ausgeben würde. Und oh, ja. Erster Konter. Nee. Unterbinden. Komm. Ja. Und man hat natürlich auch so ein. Man muss sich jetzt halt erstmal an dieses Spiel gewöhnen. Das ist nicht jetzt wie FIFA oder so, auch nicht so hochauflösend. Und das ist jetzt auch nicht vom Spielprinzip her so an sich schon gleich, aber es ist. Man merkt halt schon auch in der Steuerung einen Unterschied. Ja, man steuert halt mit WASD und mit der Maus macht man diese Kamera. Und mit Linksklick schießt man halt. Und da unten ist dann halt so eine Leiste, womit man dann sehen kann, wie fest du sozusagen schießt und ja, damit musst du halt versuchen, ein Tor zu erzielen und Steven ist ja gerade auf dem Weg nach vorne. Und da ist Fabians Tor und ich mach das Tor zum 1:0. Ja, und dann hat man jetzt hier seine Zeit, wo man, diese Reconnect-Zeit und jetzt, wenn man Anstoß hat, hat der Gegner, man kommt dann nur an den Ball, der Gegner, hier guck mal, das kann ich eben... repräsentieren. Ich komme da nicht rein, solange Fabian den Ball nicht berührt hat, denn er hat hier Anstoß und ja, ich würde sagen, du kannst auch mal loslegen. Ja, ich wollte nur Fairplay-mäßig warten. Also, ich sag mal so, das ist so ein Game, wo man so zwischenzeitlich einfach mal spielen kann. Und wenn man einfach mal Bock hat auf sowas, ich denke mal, es ist jetzt nicht sowas wie so ein Shooter, wo man so durchgehend halt einfach so das zocken kann und immer weiter erreichen kann, sondern es ist einfach so ein Spiel, wo man sich mal ablenken kann von was anderem, was einfach Spaß macht. Oh. Und genau sowas kann auch passieren, wenn du nämlich nur ein Puck bist. Jetzt kann ich ja wenigstens mal den Zuschauer repräsentieren, wie man das Spiel, also wie man einen Anschluss macht. Ich laufe jetzt einfach immer so an. Oh, nein. Und das macht einfach so übelst Fun, weil wenn man zusammenspielt, das macht einfach auch nochmal richtig Bock. Ja. Weil man dann auch so zusammenspielen kann, man kann eigene Taktiken entwickeln, also... Negativ finden wir beide nur, dass man einfach so langsam ist. Das ist in jedem Spielmodus so, das ist einfach meiner Meinung nach richtig nervig. Ja, außer im Racing, da ist man schneller, das ist ja auch Autofahren. Aber... Nee, Pokémon. Ja, aber es ist einfach manchmal nervig.
Oh mein Gott. What? Nein! Aber wie gesagt, das ist so der einzige Punkt, der mir jetzt schon aufgefallen ist. Ah doch, es gibt noch einen anderen. Und zwar ist es bei Eishockey immer so, dass wenn der der Gast, also der. Oh yo, der war richtig gut. Wenn der Gast joint und wir das Spiel anfangen und der Heimatverein, also ich jetzt sozusagen, den Ball an die Bande spiele, dann ist der für den Heimatverein der Puck einfach weg. Für kurze Zeit. Und solange ich ihn dann wieder berühre, ist er wieder da. Das ist so der einzige kleine Kritikpunkt in diesem Spiel. Mit Zusammenhalt mit dieser Schnelligkeit, weil man einfach auf einem großen Feld keine Chance hat, an den Ball zu kommen bei so einer Schnelligkeit. Außer man spielt halt mit vielen Kameraden zusammen. Acht Leute oder so. Also auf diesem Feld geht es bestimmt so mit 6, 7 Leuten. Also das macht bestimmt echt schon Bock, wenn man so viele Leute hat. Und Leute, falls ihr mich noch nicht abonniert habt oder den Fabian, dann könnt ihr dies jetzt auch gerne tun. Einfach unten aufs Abonnieren-Zeichen drücken und auf die Glocke. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen, denn unsere Communities müssen sich ja auch einfach erweitern. Leute, unsere Communities müssen sich verwaltern. Nein. Ja? Damit der Walter dann auch eine Chance hat, da ranzukommen. Machen wir es jetzt auch so, dass wir nicht jeden Spielmodus anzocken, weil das wäre einfach für uns zu lame. Erstens, das Video wird jetzt viel zu lang. Und zweitens könnt ihr das, wenn ihr das Spiel kostenlos... Es dauert wirklich nur 20 Sekunden, um dieses Spiel runterzuladen. Das ist echt nichts. Und es macht 20 MB Speicherplatz nicht mal, glaube ich. Und das ist echt überhaupt kein Problem. Und da wollen wir euch einfach den Spielspaß nicht wegnehmen. Und wollen einfach, dass ihr das Spiel einfach auch selbst mal entdeckt. Ja. 9:4 und oben seht ihr auch, die Zeit ist orange, weil wir gleich bei 5 Minuten sind und wenn es auf 10 Sekunden umschlägt, dann wird die rot, damit man einfach erkennt, so yo, das ist auf jeden Fall sehr, sehr knapp. So Leute, jetzt befinden wir uns in dem Spielmodus Handball. Das ist echt was anderes und zwar, wenn ihr den Ball hier habt, ich kann euch das jetzt nicht mehr demonstrieren, vielleicht gleich, den hat man so an der Hand, guck mal hier zum Beispiel, und der Ball wird rot und so. Und wenn der Ball rot ist, ist Freistoß für die anderen. Damit man den Ball halt einfach nicht zu lange in der Hand hat. Guck mal, er wird jetzt gelb, er wird gelb und gelber. Und das wird ein Tor. Das ist sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Auch den Spielmodus gut nachgestellt. Und wir nehmen gleich ein Video für Fabian auf. Checkt das auf jeden Fall ab mit 2 anderen Spielmodi. Das wird auf jeden Fall viel, viel spannender auch noch. Viel spannender wahrscheinlich. Oh, frei durch, komm, zieh. Zu lang. Nein. Oh. Und sowas geht halt richtig cool. Man hat einfach so viel Spaß mit seinen Freunden, weil man sich die ganze Zeit battlen kann. Und das macht, finde ich, einfach mega Bock. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann macht man das hier. Gut. Wow. Als ob du den hast. Ja. Er grabt ihn sich aus der Luft einfach. Leute, wenn ihr diese Serie auch feiert, dann lasst ein Like da. In der nächsten Folge, wahrscheinlich nächste Woche, werden wir ein anderes Game anzocken. Und das steht auch schon fest, welches wir da machen. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ja, same. Wir können ein bisschen spoilern. Das ist ein Spiel, was man auch vielleicht mal öfters spielt. Also was man vielleicht auch mal schon gespielt hat vor allem. Komm, hat er fies gemacht. Ja. Das hat er gut gemacht. Das war auf jeden Fall meine Folge zum Spiel Ball 3D Zocker Online. Also, wie ist deine Rezension, Fabian? Leute, wir machen das auch so zur kleinen Erklärung. Ja, wir geben immer am Ende des Spiels, oder wenn wir zu Ende sind, am Ende des Videos, geben wir Sterne. Höchste Punktzahl ist 5. Ich sag 3 von 5. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was man zwischendurch immer mal wieder spielen kann, weil es einfach Saulaune macht. Und mit mehreren Leuten zum Beispiel wird das schon nochmal ein anderes Feeling sein als jetzt. Und ja, was ich halt nicht so gut finde, ist halt, dass man so langsam ist und dass es manchmal einfach zu einfach ist. Und bei Hockey, ja, einfach... Also bei den Kritikpunkten stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich sage aber, dass es ein Ticken besser ist für mich, weil ich denke... Wenn man bedenkt, dass es 0 Euro kostet, ist es schon 4 Sterne wert. Sag ich. Ich sag 4 Sterne. Ich bleib bei meinen 3 Sternen. Okay. Leute, dann habt ihr die Einschätzung. Ich pack den Link unten in die Beschreibung rein. Checkt es auf jeden Fall ab. Ihr könnt es auch selbst, wie gesagt, einfach mal spielen. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und...